es fühlt sich mega an, die Stimmung. Man trainiert auf dem Hang, man freut sich immer wieder drauf. Und sie gehört zu den schwersten Abfahrten. Sie verlangt alles ab und die Vorfreude ist immer riesengroß, daheim Rennen zu fahren. Natürlich gibt es zwei Strecken. Das ist der Heimweltcup auf der Kandahar in Garmisch und vor allem in Kitzbühel auf der Streif. Es wird alles abverlangt und das gefällt mir sehr gut. Man muss kämpfen, man muss fighten und das liebe ich einfach und darum können die zwei Strecken zu meinen Lieblingsstrecken. Ja, ich hoffe natürlich ein Deutscher unterstützt uns vom Fernseher und wir werden alles geben und freuen uns extrem auf den Heimweltcup und darum werden wir alles geben und voll attackieren. Ja, auf alle Fälle. Ich meine, ich habe das, wie du sagst, das Hobby zum Beruf gemacht. Es ist eine extreme Leidenschaft für mich, das Skifahren. Und damit ja, habe ich eine so große Verbindung, auch in der Familie, ist eine Tradition mit dem Skifahren. Und das war natürlich, ja, es war nicht von Anfang an mein Ziel, aber es ist dann so gekommen, wie es gekommen ist. Und das freut mich natürlich sehr, dass es so geklappt hat oder so ist, wie es ist. Und natürlich ist das wunderbar. Ja, die haben voll Lust auf Skifahren. Die sind, mit drei haben sie angefangen zu Skifahren. Heuer ist natürlich nicht möglich, aber die freuen sich so sehr und die, ja, die haben so einen Spaß dabei und so eine Freude und das gefällt mir als Papa auch extrem gut und darum bin ich da auch immer mega motiviert mit ihnen Ski zu fahren und freue mich natürlich, wenn sie auch vielleicht einmal Skifahrer werden. Ja, unglaublich. Das war ein Riesentraum von mir, ein sehr großes Ziel, dass es dann gekommen ist oder als es war, wie der letzte Läufer unten war und das bestätigt war, war für mich, ja, die Emotionen sind mit mir durchgegangen. Es war so ein ja, Gefühl der Unbeschreiblichkeit und das hat mich ja, sehr gerührt und mitgenommen, aber es war einfach ein Wahnsinnstag und der beste Tag bis jetzt in meiner Skikarriere und ja, ich glaube, jeder weiß, wenn er irgendwas sich erträumt, was geht in Erfüllung, ist das einfach auch unbeschreiblich.